Hallo Freunde und herzlich willkommen bei Star Citizen. Yeah. Ja, letzte Folge haben wir versucht, ein bisschen Crimestead zu bekommen, aber so richtig hat das nicht funktioniert. Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück. Mal sehen, ob wir hier was finden. Ich bin gerade mal hier auf dem Weg runter nach Levski. Waren hier stehen geblieben, haben wir letztens diese, ja, das dicke Tankschiff gesprengt. Aber ich denke mal nochmal, wird uns sowas hier nicht gelingen. Haben die irgendwie die Sichtweite erhöht? Guck mal, wie weit ich Levski sehen kann, also diese Landeplattform da. Das ist aber neu, oder? Also es kommt mir jedenfalls anders vor, als das sonst der Fall war. Da unten sind welche, aber die kann ich nicht abschießen. Die sind leider in Sicherheit. Es ist tatsächlich ausgesprochen schwierig, irgendwie Crimes zu bekommen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier so eine Drake-Cut des Weg habe. Kann ich auch nicht wegtappen? Seltsam. Ich glaube, das Beste ist, wir müssen mal bei Port Odessar probieren. Ja, ich heb doch keine ab gerade. Missile locked, das ist schön. Nee, kann ich auch nicht draufballern hier. Nee. Da ist ein Hangar offen, aber der hebt. Wo der hebt der ab? Halt immer so ein bisschen schwierig, das zu sehen. Der Pfeil. Guck mal, da ist einer. Cutlass Black. Der fliegt jetzt wohin? Ja, komm. Nee, warte mal, das ist doch keine Cutlass Black, das ist doch eine. Sieht aus wie eine Constellation von weitem. Mal ein bisschen näher ranfliegen. Ich glaube, der will nur landen, ne? Ja, das ist ein Anzeigefehler. Das ist keine Cutlass Black, das ist eine Constellation, die will hier landen. Na, irgendwo muss mal einer rauskommen hier. Ich kann nicht ewig hier verweilen auf Levski. Was ist mit dem da? Tja. Wir können mal, warte mal, ich werde mal nach Odessar zurückgehen. Meistens ist es auch so, auf dem Weg von Odessar nach anderen trifft man welche. Also diese normalen Jump-Punkte, da kann man auch mal ein bisschen warten. Ich setze mal einen Kurs, warte mal. Port Odessar. So, das wäre dann einmal da. Und dann müssen wir da hoch. Beziehungsweise genau dahin. Das Piratenleben ist schon ein bisschen ja, anstrengend, möchte ich mal sagen. Also in dem Sinne anstrengend, dass man ja, relativ viel Zeit dafür tatsächlich aufwenden muss. Naja, egal, wir haben ja auch Zeit. Na, bis die 3.1 kommt, bis der PTU startet, ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, insofern. Habt ihr eigentlich schon mal so einen auf Pirat gemacht? Seid ihr so Leute, die andere abballern, oder seid ihr eher dann so die Zurückhaltenden, die netten Citizen, die anderen machen lassen und na, weiß schon. Ich suche auch immer so ein bisschen nach anderen Spielen, aber es ist halt auch wirklich dünn besiedelt, muss man ganz klar sagen. Ne, das ist dann später nicht mehr so. Aber aktuell ist es alles noch wirklich relativ dünn besiedelt. Das heißt, wir haben ja gerade mal 50 Leute auf dem Server. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass man da ist. An jeder Ecke irgendwie trifft, sondern wirklich nur an den Hotspots. Und die Hotspots sind ja, wie gesagt, die sind geschützt. Übrigens, für die Subscriber, das Ship of the Mons diesen Monat ist die Drake Dragonfly. Also wer mal Lust hat, mit dem Moped auf einem Mond rumzuheizen,
Ihr könnt subscriben, dann kriegt ihr die Dragonfly für diesen Monat. Und es ist weiterhin dabei der Ursa Rover und natürlich auch die Constellation Aquila. Also ihr habt jetzt quasi als Subscriber drei Raumschiffe, beziehungsweise ein Raumschiff, ein Moped und ein Fahrzeug. Also quasi die ganze Palette, das ist eigentlich ganz gut gemacht. Hätte mich zwar mehr gefreut, wenn es nochmal ein anderes Schiffchen gegeben hätte. Weil die Dragonfly ist es nun nicht so interessant aktuell, aber immerhin, ne? Immerhin. So. Mal ins Weitergehen. Oh. So kurz vom Ziel, weißt du? Typisch, typisch. Der Cutlass Black will aufs Maul haben. Ah, oh, habe ich jetzt aber eigentlich wenig Lust drauf, muss ich zugeben. Ich will ja PvP machen, ich will ja, ne? Und so. Andere Spieler und so. Mal ganz kurz husten, Sekunde. So. 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Öd Tau heißt der Typ. Ah ja, naja. So. Dann schaut doch mal, wie wir es hier vernaschen können. Irgendwer muss doch hier verfügbar sein. Und da alle hier bis zum... Warte mal, kann man die eigentlich... Mal ein bisschen hier rumgucken. Aber ich sehe hier eigentlich niemanden. Doch, da hinten. Ah, guck mal da. Wer ist denn das? Eine Drake hat das Black von Bundeswolf. Hallo Bundeswolf, falls du dieses Video siehst, alles was jetzt passiert, ist nur im Sinne des Let's Plays und tut mir ausgesprochen leid. Und das meine ich wirklich ernst. Weil es würde mich schon mal reizen, einen von euch abzuballern. Einen von, den Zuschauern, das wäre irgendwie witzig. Naja. Er fliegt auf jeden Fall. Bisschen ertrudelt. Sauber. Oh. Ja, der ist erledigt. Habe ich jetzt Crimestead? Ja! Crimestead Rating. Ja, wie viel? Hm, bin mir unsicher. Wahrscheinlich kommen gleich die Bullen. Da hinten sind noch zwei. Was mit dem da? Der sieht doch so aus, als würde er gerne mal spüren, wie sein Schiff unter ihm zerfetzt wird. Guck mal, was ist mit dem? Der fliegt gerade weg, guck mal. Dem folgen wir jetzt. Spiel an der Karte, das Black. Das ist ein Anzeigebug, Freunde. Was sind das jetzt hier wieder? Das sieht aus... na, Aopo Kartu AL. Das kann ja witzig werden. Ist voll gelogen, ist gar nichts gelockt. Ah, jetzt, warte mal. Yeah, jetzt gibt's Raketen. Oh, gleich drei. Wo fliegen denn die hin? Was ist jetzt los hier? Ist die Computer? Guck mal, der da, der da. Drillax, Uncle Skite. Oh, jetzt ist er weg. Hm? Da ist er wieder. Irgendwie backt gerade jetzt die Erfassung.
Hier, spüre die Raketen. Ja, einfach wegfliegt. Wir müssen, glaube ich, einfach ein bisschen näher ran. Ah, das ist keine Aopokatu, Alter. Was ist denn das? Eine Glaive, oder? Das ist eine Glaive, tatsächlich. Tja, habe ich keine Ahnung, wie gut der ist. Oder wie gut die Glaive ist. Er macht ja nur so ein paar Kunststückchen. Alter. So, hier hast du ganz viele Raketen, mein Freund. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was die machen. Also irgendwie, die Zielcomputer sind total im Arsch gerade. Guck mal, die Raketen. Die. Ich weiß nicht. 17 habe ich noch. Aber jetzt dreht er sich um. Muss irgendwie an den rankommen. Ja, Mesa locked ist voll gelogen. Ah doch, ist, war doch nicht gelogen. Friendly Fire, gar nicht wahr. Ich bin nicht friendly, ich bin Pirati. Keine Ahnung, wie stark die ist. Oh, was macht denn der? Hin und her, Junge. Komm, hab dich nicht so. Ich muss doch ein Let's Play aufnehmen. Keine Zeit für sowas. Ja, jetzt wehrt er sich. Guck mal, er wehrt sich. Sehr, sehr gut. Liegen genauso dumm wie die Bots teilweise. Einige. Nicht so ungut, ne? Aber... Wo ist er? Wo ist er? Hä? Schiebt er mich gerade an? Tatsächlich. Ich glaube, es hackt. Er schiebt mich an. Was ist los mit dem? Was ist das? Weiß nicht, was der macht. Der ist ja spannend auf jeden Fall. Hallo? Kontakt. Warte mal, ich muss mal kurz. Wo ist der? Der Pfeil ist halt irgendwie in die falsche Richtung, oder? Oder ich drehe mal in die andere Richtung. Hä? Wie nah ist der bitte? Was ist denn los jetzt hier? Scheiß... Alter! Die Steuerung! Da ist er. Ich hab ihn auch gar nicht mehr so richtig im Target. Die Raketen gehen auch nicht. Ah doch, jetzt ist eine Rakete, glaube ich, raus. Ich verstehe nicht, wo der hin ist. Bin ich dumm? Was ist denn das? Ich gehe mal kurz, da hinten ist er. Hier, Junge, Raketen! Ja, wo sind die Raketen jetzt wieder hin? Also das ist mir wirklich unklar. Ist er das da überhaupt? Ja doch, das muss aber sein. Das ist das Problem, wenn man Verbündete angreift, also vermeintlich Verbündete. Dann geht das mit der Zielerfassung nicht so richtig. So, der ist weg. Oder? Nee, er lebt noch. Guck mal, ich schieße auf dein Schiff. Bam. Irgendwer schießt auf mich. Ich glaube, das ist ein NPC. Oder? Warte mal, wer ist das? Moment, Moment, Moment. Your front shield is hit. Ich sehe nichts. Ich sehe einfach gar nichts. Warte mal. Ist das ein NPC? Master T. Nee, ich glaube, das ist... Ich sehe den auch nicht. Ich sehe ihn nicht. Doch, da. Jetzt habe ich ihn. Stirb, stirb, stirb. Ich sehe nichts. Ich habe einfach mein eigenes Interface vor der Fresse. Das ist...
das ist echt fies, dass man sich selbst, also dass man quasi sich selbst countert, weil man einfach nichts sieht, weil unten diese Armaturen sind. Das verstehe ich noch nicht so ganz, warum das so gemacht ist. Das ist mir wirklich unklar. Oh, ich habe schon 1, 2, 3, 4 von 5 Crimes, also gleich sind wir richtig böser Junge. Und da gibt es richtig schön Popoklatsche. Da freue ich mich schon drauf. Ja, Popoklatsche. Ja, der hat den alten Ich-flieg-um-dich-herum-Trick gemacht, den ich übrigens immer noch dumm finde, dass das überhaupt geht. Aber naja, so ist das halt im Weltraum. Da müssen sie auf jeden Fall, also generell, das wollen sie auch machen, das Flug- und Kampfsystem wollen sie nochmal überarbeiten, weil das ist halt, aktuell ist es so, man dreht sich im Prinzip, wie heißt denn dieses Spiel? Da gibt es so ein Spiel fürs Handy, wo sich Kugeln umeinander herumdrehen. Bubble, irgendwas mit Bubble, ach keine Ahnung, auf jeden Fall so spielt sich Star Citizen. Im PvP aktuell. Also alle drehen sich quasi um sich selbst und gegeneinander. Wie so eine, ja, wie so zwei wilde Sterne, die umeinander kreisen, weil sich anziehen. Und das ist ein bisschen dämlich. Also, weiß ich nicht, wie sie das beheben wollen. Das ist halt aktuell die leider wirklich die effektivste Methode. Wahrscheinlich wäre es dann einfach sinnvoll. Ich mache mal kurz das Schiff hier. Wahrscheinlich wäre es in dem Fall sinnvoll zu sagen, okay, die Triebwerke... Ach, das kann ich nicht claimen, ich muss reloggen, machen wir gleich. Da wird es heute mal eine kürzere Folge, das will ich jetzt hier nicht noch mit rein haben, dieses Umgelogge und Gemache. Ganz kurz noch. Also es ist halt so, nach meiner Sicht, Sie sollten vielleicht darüber nachdenken, einfach zu sagen, die Triebwerke, die haben nur eine gewisse Power und brauchen dann wiederum ein bisschen Zeit, um sich wieder sozusagen aufzuladen. Ne? Dass die halt überhitzen können sozusagen. Und dann wäre das Problem damit automatisch gelöst, weil dann kann man eben nicht um sich rumtrudeln stundenlang und sich versuchen abzuballern. Das ging jetzt zwar recht schnell, das kann aber auch mal locker eine halbe Stunde dauern. Und das ist so ein bisschen ungünstig. Also vielleicht sollten sie da einfach die Triebwerke entsprechend ein bisschen umbalancen und die überhitzen lassen. Und wenn die, also wenn sie sich überhitzen, dann hast du halt Pech, ne? Dann sind die Triebwerke aus und du trudelst ohne Steuerung in irgendeine Richtung. Dann ist das so. Dann hat der andere quasi dann gewonnen, ne? Naja, auf jeden Fall... Machen wir nächste Folge da einfach nochmal weiter. Ich würde sagen... Wir können auch nochmal ein anderes Schiff nehmen, aber eigentlich ist die Cutter's Back schon am besten geeignet, ne? Für PvP jetzt in dem Sinne. Ja, die Stalker hat zu wenig. Die Hornet ist viel zu schwach leider. Die Mustern kannst du knicken. Die Caterpillar auch. Aber wir haben das Crimestead, das heißt, wir können in der nächsten Folge mal schauen, was wir für Missionen finden. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Shot ice into my veins. I almost wished I would rain.